Okay, wenn ihr also jetzt hier alles voll habt, ne, dann geht ihr einfach zum Mülleimer, haltet das Ding fest und geht hier an die Lasche dran. Damit könnt ihr das öffnen und dann fällt alles hier raus. Ne? Dann ist alles schön rausgefallen. Dann könnt ihr das hier noch schön sauber machen. Das Ding könnt ihr ausmachen. Hier ist Filter. Filter ist festgeschraubt, sehe ich gerade mit einer Schraube. Und dann könntet ihr das noch schön säubern und etc. frisieren. Und dann könnt ihr das wieder dran machen. Und dann könnt ihr weiter saugen. Oh yeah! Denkt dran, hier den Gummi immer zu checken, dass er nicht mit wegfliegt. Wieder zumachen und weitermachen. So, und hier hinten ist immer noch ein Mechanismus, der das dann bestimmt ausrasten lässt. Ah, genau. So. Alter, ich brauche gar keine. Ich bin. Wir brauchen keine Bedienungsanleitung mehr lesen. Wir machen das jetzt immer in einem Take hier. Dieser Knopf ist dafür da, um den Container, wenn ihr ihn nicht so nehmen wollt, wie ich gerade gezeigt habe. Also, erste Version ist so: Boom, alles auf dem Boden, beziehungsweise in die Mülltonne. Dann das Ding rausmachen, das könnt ihr schön waschen, auch zum Abwasch zum Beispiel geben. Danach wieder rein. Zack, ist es erledigt, könnt ihr weiter saugen. Wenn ihr aber sagt, nein, das ist mir zu schwer, ich möchte das gerne alleine transportieren, ist möglich. Hier, ne, da, nach unten drücken. Schaut mal nach unten. Und während ihr das unten hindrückt, könnt ihr das so nach vorne heraus bewegen. So, jetzt haben wir zwei Teile. Nice. So, und hier seht ihr, da wird die Luft angesaugt. Hier wird Strom übertragen sogar. Ne? Weg. Und jetzt könnt ihr mit dem Ding hier ganz gechillt zum Mülleimer gehen und das nochmal performen. Aufmachen, entleeren. Wieder rausholen. Sauber machen. Hier drinnen sauber machen. Dann wieder zumachen. Ne? Wieder schön draufstecken. Zumachen. Dann ist es fertig. Wir haben hier aber auch einen Filter. Das ist der HEPA-Filter. Da. Oh, HEPA-Filter. HEPA-Filter. Ich weiß, viele Hersteller sagen, dass sie nicht, dass sie nach irgendwie nach einem halben Jahr oder nach 6 Monaten ausgewechselt werden sollen. Ich bin aber der Meinung, ne. Erstens, erster Schritt. Ihr könnt ihr durchpusten. Wenn ihr zum Beispiel Hochpustfreunde zu Hause habt, also durchjagen, dann ist das schön. Zweiter Schritt, wenn dann, also sagen wir, nach dem ersten halben Jahr geht ihr hin, durchpusten. Oder jeden Monat. Kommt auch an, wie staubig und wie oft ihr es benutzt. Zweiter Schritt wäre, um eine krassere Reinigung zu hinzukriegen. Zweiter Schritt ist mit Wasser. Einfach das Wasser laufen lassen und dann könnt ihr den, guck mal, der ist ganz flexibel, könnt ihr den ausdrücken und dann ist er wieder sauber. Das, wenn ihr das macht mit Feuchtigkeit, also Wasser hier reinlassen, nicht wieder in das Gerät rein, nö, 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 weil dann schimmelt der. In die Sonne legen und wirklich einen ganzen Tag lang trocknen lassen. Selbst wenn draußen schon alles trocken ist, drinnen wird es noch feucht sein. Einen ganzen Tag trocknen lassen und dann könnt ihr wieder einbauen. Und dann ganz neu, habe ich letztens probiert. Dritte Methode ist, aber die ist nur bedingt zu empfehlen, weil ihr wisst ja nie, wie die ganzen Komponenten hier drinnen miteinander ja, sich so festhalten. Waschmaschine, 60 Grad Celsius, mitwaschen, danach ist es sauber. Also ich habe es schon gemacht mit anderen HEPA-Filtern, da hat es funktioniert. Nur das würde ich jetzt sagen, macht das nicht jeden Monat. Das machen wir nur einmal im Jahr, wenn überhaupt, wenn ihr euch traut. Ne? So, also HEPA-Filter. Wir haben nicht nur einen HEPA-Filter, wir haben auch noch ein Vlies hier unten. Das Vlies, mal gucken, wie weit es runter geht. Boah, das ist ein fettes Vlies, ey. Ich ziehe es rein. Ey. So, hier ist das Vlies. Das ist ein Schaumstoffvlies, durchlässig, um auch zu filtern. Hier genau das gleiche. Nass machen, ausbringen. Das ist wie so ein Sponge. Wie so ein SpongeBob. Ne? Den könnt ihr voll waschen. Kein Problem. Auch wieder Waschmaschine, nur bedingt. Kommt halt darauf an, wie stark dieses Material dann vom Hersteller her gebaut worden ist. Ja, ansonsten erster Schritt durchpusten. Zweiter Schritt waschen mit Waschwasser. Dritter Schritt Waschmaschine. So, dann hier. Was ich jetzt nur noch sehe, ist, wir haben hier einen kleinen Filter aus Metall. Und das war's. Das heißt also, das Teil hier,
das Teil hier könnten wir auch mit Wasser waschen. Ich sehe hier keine Komponenten, die irgendwie Schaden nehmen sollten. Also, hier ist eine Stromübertragungseinheit. Wieso? Ich denke mal, hier wird vielleicht... Ja, okay, hier kommt Strom an. Nee, dann lasst es. Weil wenn die Kontakte hier korrodieren, sprich röstig werden, dann gibt es keine vernünftigen Stromübertragung mehr. Also, nicht ins Wasser. Das hier kommt nicht ins Wasser. Zumindest der Teil hier nicht ins Wasser. Diesen Teil hier unten, der sieht mir sehr unschädlich aus. Kein Ding sollte das sein. Also mit einem feuchten Tuch reinigen. So, haben wir gemacht jetzt. Ne? Alles wieder top. Jetzt kommt der Kumpel wieder hier rein. Also, wieder gucken. Hier sind so Führungsdinger. Ja, hier sollten wir uns schon dran halten. Und dann quetschen wir den wieder in Back in Position. So, bis er unten ist. Nice. So, jetzt haben wir den Filter, den ersten, installiert. Jetzt kommt der zweite. Der zweite einfach reinlegen mit der Entnahmeöffnung nach unten. Ne, weil es ist ja nach oben. Nach oben. So, damit haben wir es jetzt gereinigt und wieder sauber. Nice, oder? Jetzt können wir es wieder nehmen und hier wieder einspannen. Und ich gucke immer noch, warum da hier die Strom... Ja gut, das stimmt schon. Der Strom muss ja weitergeleitet werden von dem Ding hier oben hin. Ja, okay, dann ist das also eine Durchleitung hier. Da wird durchgeleitet. Okay, also zurück. Back hier hin. Hier haben wir jetzt eine Ausbuchtung hier. Ne? Da ist eine Ausbuchtung und hier ist eine Einbuchtung. Da müssen wir jetzt rein. So, okay. Wenn das übereinander steht, können wir dieses Teil wieder zurück in Position bringen. Wenn ihr genau zielt, macht es klack. So, damit haben wir es wieder montiert. Alles klar. Okay, nochmal. Erstmal hier runter, dann nach vorne ein Stück und weg. Dann ist hier ein Nippel, der Nippel muss da in die Lasche und dann wieder dran. Ein bisschen fummeln und einrasten. Schon geht's wieder. So, schon habt ihr euer Teil hier komplett gewartet und es sollte wieder super funktionieren.